Hey ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach diese mega leckeren, saftigen Muffins machen könnt. Und zwar Marmorkuchen-Muffins. Auf meinem Kanal habe ich mehrere Marmorkuchen-Rezepte hochgeladen. Schaut sie euch gerne mal an. Ich habe mir gedacht, wieso nicht auch mal als Muffin. Die sind ideal zum Nachmittagskaffee oder auch für Kindergeburtstage. Wirklich lecker. Wir starten direkt mit der Zubereitung. Als erstes zeige ich euch ganz kurz etwas zum Muffinblech. Also ihr könnt ganz normale Muffinförmchen, Papiermuffinförmchen benutzen. Aber falls ihr mal keine da haben solltet, macht sie doch ganz einfach aus Backpapier. Dazu benötigt ihr, wie gesagt, Backpapier. Schneidet euch das zurecht. Ihr könnt das vorher auch gerne etwas zusammenknüllen. So könnt ihr das Backpapier besser bearbeiten. Ich nehme immer so 2 Stück. Lege so eins diagonal, das andere also so ein bisschen schräg, nehme mir ein Glas und setze das auf das Muffinblech drauf. Und dann einfach mit einem Glas, was natürlich in die Muffinform reinpasst, und dann schön festdrücken, hin und her drehen, dass das Backpapier auch in der Muffinform drin bleibt. So habt ihr ganz einfach Papier-Muffinförmchen. Und am Ende des Videos seht ihr dann auch, wie schön das darin aussieht. Wir starten direkt mit dem Teig. Dazu benötige ich als erstes 2 Eier. Meine Zutaten habe ich immer auf Zimmertemperatur. So gelingt euch das Rezept am besten. Die 2 Eier schlage ich so circa 2-3 Minuten mit 80 ml Öl, einfach so mit dem Schneebesen schaumig auf. Danach gebe ich 180 ml Milch hinzu, wie gesagt auf Zimmertemperatur am besten, nicht eiskalt aus dem Kühlschrank. Dann gebe ich ein Päckchen Vanillezucker dazu und 120 Gramm Zucker. Das sind ungefähr 6 volle Esslöffel. Das Ganze so lange rühren, bis sich der Zucker dann aufgelöst hat. Dann gebe ich 50 Gramm Speisestärke hinzu. Das siebe ich gerne lieber vorher, weil das doch schon ein bisschen so Klümpchen wirft. Und dann gebe ich 200 Gramm Mehl dazu und ein halbes Päckchen Backpulver. Das könnt ihr auch gerne auch mit dazu sieben, ganz wie ihr mögt. Einfach das Ganze mit dem Schneebesen so lange rühren, bis keine Klümpchen mehr drin sind. Und dann ist erstmal der Vorteig fertig. Das verteile ich auf die 12 Muffinförmchen. Gebe in jeder Form so circa 2 bis 2,5 Esslöffel von dem hellen Teig hinein. Dann einmal kurz Backblech beiseite schieben und in den restlichen hellen Teig gebe ich 1,5 Esslöffel Backkakao hinein. Wundert euch jetzt hier bei mir nicht, da ist mir aus Versehen etwas Mehl hineingefallen. Wir wollen ja nichts verschwenden, einfach rein damit. Das wird jetzt mit circa 2 Esslöffel Milch verrührt, bis einmal Backkakao komplett klümpchenfrei in dem Teig verschwunden ist. Und dann verteile ich das auf die 12 Muffinförmchen. Da passt so ungefähr 1 bis 1,5 Esslöffel in jedes Förmchen hinein. Die Förmchen mit Backpapier, da passt etwas mehr rein als die normalen Förmchen, da der Teig ja noch aufgeht. Da läuft dann bei den Backpapierförmchen nicht so schnell etwas aus. Dann nehmt ihr einfach einen Zahnstocher und dann geht ihr einmal querbeet durch die Muffins hinein. Nicht zu viel, so wie ihr mögt. Macht da einfach ein Muster rein, was euch gerade in den Sinn reinkommt. Und dann wandern die Muffins in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Kommt auf euer Backofen an. Wenn die dann ausgekühlt sind, könnt ihr die Muffins gerne so lassen oder auch mit Puderzucker bestäuben. Und sehen sie nicht toll aus? Vor allen Dingen, das Muster kommt sehr schön zur Geltung. Deswegen habe ich sie persönlich nicht mit Puderzucker bestäubt. Und jetzt am Ende des Videos zeige ich euch nochmal, wie schön das dann aussieht, wenn ihr das in Backpapier gemacht habt. Vielleicht
verwendet ihr in Zukunft mehr Backpapier als die Muffinförmchen im Papier, die es zu kaufen gibt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir in den Kommentaren, wie sie euch geschmeckt haben. Viel Spaß, bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.